Was ist ein Konflikt überhaupt? Hierzu gibt es zahlreiche Definitionen. Letztlich geht es um unerfüllte Bedürfnisse im menschlichen Miteinander. Menschen sind so unterschiedlich, beispielsweise hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, ihrer Ziele, Wünsche, Träume, Ängste, familiäre Prägung, Zeit, in der sie aufgewachsen sind, Hormone, Wahrnehmung, Interpretation, nur um ein paar Faktoren zu nennen. Keine zwei Menschen sind komplett identisch. Selbst zwei Menschen, die als Kollegen oder Chef-Mitarbeiter oder Partner grundsätzlich gut zusammenpassen. Sie haben zwar eine Menge Gemeinsamkeiten, aber auch eine Menge Unterschiede. Und selbst ein Mensch ist in an sich vergleichbaren Situationen nicht immer gleich. Wenn Konflikte oder zumindest immer mal wieder unterschiedliche Bedürfnisse nicht vermeidbar sind, sprich Vermeidung aller Konflikte nicht als sinnvolles Ziel angesehen werden kann, was ist dann das Ziel? Eine sehr brauchbare Zielsetzung ist das möglichst frühe Erkennen einer Konfliktsituation bzw. einer drohenden Konfliktsituation, verbunden mit einem möglichst frühzeitigen konstruktiven Umgang hiermit. Eine extreme Form der Austragung eines Konflikts ist Gewalt. Dass es deutlich vorteilhaft ist, das Ganze schon deutlich früher in eine konstruktive Richtung zu bringen, leuchtet jedem ein. Souveränität ist hierbei eine sehr hilfreiche Zutat. Souverän zu sein ist leichter gesagt als getan, speziell wenn man direkt involviert ist. Das gedankliche Einnehmen der Vogelperspektive ist hierbei oft sehr nützlich. Stellen Sie sich beispielsweise im ersten Schritt die Frage, wer ist hier überhaupt der Problembesitzer? Nicht der Problemverursacher, das ist gefühlt immer die andere Person. Sind Sie derjenige, dessen Bedürfnis nicht erfüllt ist? Oder sind die Bedürfnisse der anderen Person nicht erfüllt? Oder von beiden nicht? Wie intensiv ist die Empfindung jeweils?